Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Norbert König ist mit mir im Studio und du hast gleich zumindest eine super Nachricht. Ja, zu einem einzigartigen Triumph in Manila. Die andere Nachricht ist allerdings für den betroffenen Fußballlehrer nicht ganz so super. Guten Abend. Dann blicken wir jetzt gemeinsam auf unsere heutigen Themen. Kampf gegen die Zeit. Nach dem Erdbeben in Marokko suchen die Helfer nach Verschütteten. Für Tausende kommt die Hilfe zu spät. Aus für Flick. Nach der Pleite gegen Japan wird der angezählte Bundestrainer vom Deutschen Fußballbund gefeuert. Und Sieg für die Ewigkeit. Im Basketballfinale schlägt das deutsche Team die Serben und wird zum ersten Mal überhaupt Weltmeister. Ja, Norbert, Basketball-Weltmeister, das ist schon eine echte Sensation, oder? Absolut. Und die tut dem deutschen Sport natürlich auch richtig gut. Allerdings auf der anderen Seite gibt es nicht nur diese Jubelbilder, sondern eben auch mehr zum Abschied von Hansi Flick. Das ist nicht ganz so erfreulich. Vielen Dank, Norbert. Freuen wir uns auf später. Dreitägige Staatstrauer in Marokko, wo sie nach dem schweren Erdbeben inzwischen schon über 2100 Todesopfer gezählt haben. Ebenso viele sind verletzt. Hunderte gelten noch als vermisst und es kommt jetzt wegen der vielen Verschütteten auf jede Minute an. Das Beben am späten Freitagabend hatte weite Gebiete im Südwesten Marokkos erschüttert, darunter auch das weltbekannte Marrakesch. Das Epizentrum lag 70 Kilometer südlich davon im Atlasgebirge. Dort in der Provinz Al-Haus gibt es offenbar die meisten Opfer. Anna Wasberg fasst zusammen. Drisi Sasura will uns ihr Zuhause zeigen, das, was davon übrig ist, mitten in der Medina, der Altstadt von Marrakesch. Sie und ihr Mann haben es gerade noch rechtzeitig aus dem Haus geschafft. Seitdem schlafen sie draußen. Ich war drinnen, als ich um 23 Uhr ein Geräusch gehört habe und gesehen habe, dass die Decke herunterfallen würde. Und sobald ich den ersten Fuß vor die Tür gesetzt habe, ist die Decke eingestürzt. Sie fiel auf die Küche und das ganze Haus. Während hier die Aufräumarbeiten beginnen, bleiben viele Menschen draußen, aus Angst vor noch mehr Nachbeben. Und keiner weiß, wie einsturzgefährdet die alten Häuser und Monumente jetzt sind. An der Moschee auf dem berühmten Marktplatz, dem Jemaa el-Fna, ist ein Teil des Minaretts eingestürzt. Weiter südwestlich, nahe des Epizentrums, hat das Erdbeben ganze Dörfer zerstört, in der Provinz Al-Haus. Soldaten und Zivilisten graben in den Trümmern und hoffen, Überlebende zu finden. Die Straßen sind blockiert und viele Menschen können ihre Angehörigen nicht finden. Da sind noch viele unter den Trümmern. Alles ist hier eingestürzt. Die Berge, die Häuser, da kommt man nicht mehr durch. Wir müssen die Straßen erst freikriegen. Die Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen können nur langsam vordringen in die entlegenen Bergdörfer mit dem Nötigsten. In den Hilfslieferungen sind jetzt vor allem Nahrungsmittel für die betroffenen Menschen. Bereitgestellt wurden die von der Regierung. Spanien hat jetzt 56 Rettungshelfer und 4 Spürhunde ins Erdbebengebiet entsandt. Wir gehen live nach Marokko. In der am schlimmsten betroffenen Provinz ist Anne Arendt für uns. Anne, fast 48 Stunden nach dem Hauptbeben. Wie ist die aktuelle Lage? Ja, immer noch sehr bedrückend, würde ich sagen. Die Menschen haben Angst vor Nachbeben. Sie harren aus draußen auf der Straße, im Staub und in der Hitze. Und sie stehen auch unter Schock. Man muss wissen, die Provinz, in der wir jetzt gerade sind, die hat weit mehr als 1000 Tote zu beklagen. Und die müssen möglichst schnell beerdigt werden, so will es der muslimische Brauch. Gleichzeitig geht unter den Trümmern die Suche nach Opfern weiter. Noch immer werden Menschen vermisst. Anne, welchen Eindruck macht das Katastrophenmanagement in Marokko auf dich? Also, man hört, dass es ziemlich unorganisiert sei. Wir sehen zwar Rettungswagen und wir sehen auch Militär auf den Straßen, aber zum Beispiel das Dorf, in dem wir jetzt gerade sind, das ist nur über eine Schotterpiste zu erreichen. Und wir haben hier allenfalls Privatleute gesehen, die mit ihren Autos sich hier durchgekämpft haben und Essen verteilt haben. Auf einem Feld hier unweit von uns, da sind 3 Frauen in einem improvisierten Zelt. Sie sind verletzt und sie warten immer noch auf Hilfe. Also man kann schon sagen, man wundert sich ein bisschen, dass hier so wenig, also eigentlich ja kaum internationale Rettungsdienste zu sehen sind. Und das stößt hier durchaus auf Unverständnis.
Vielen Dank für die Schilderung live aus dem Erdbebengebiet in Marokko. Anne Arendt war das. Und wenn Sie den Betroffenen in Marokko helfen möchten, die brauchen ja jetzt jede Menge Hilfe. Über das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe ist es möglich. Die IBAN dazu sehen Sie hier. DE 65 100 400 600 100 400 600. Das Stichwort ZDF Erdbeben Marokko und alle Infos dazu auch auf spenden.zdf.de oder auf der ZDF-Textseite 890. Jetzt in die Ukraine. Bei einem russischen Angriff sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation 2 Mitarbeiter getötet worden. 2 weitere, darunter ein Deutscher, wurden schwer verletzt. In der Nacht hat Russland Kiew mit Drohnen angegriffen. Die meisten konnten vom Luftverteidigungssystem abgefangen werden, so das Militär. Eine Person wurde verletzt. Durch Trümmerteile wurden Wohnhäuser beschädigt. Der G20-Gipfel im indischen Neu-Delhi ist zu Ende. Die Ergebnisse wecken wenig Hoffnung, im Kampf gegen Klimawandel und Hunger spürbar voranzukommen. Und doch haben die Staats- und Regierungschefs Schlimmeres verhindert. Denn ohne die mühsam gefundene Kompromissformel zum Ukraine-Krieg wäre der Gipfel womöglich gescheitert. Mehr von Ulf Röller. Die G20 besucht die Gedenkstätte von Mahatma Gandhi. Er war der Held einer Nation, eine Ikone des friedlichen Widerstandes. Die indische Gipfelregie erlaubt dem russischen Außenminister, dabei zu sein. Der Gipfel hat Russlands Angriffskrieg in der Abschlusserklärung nicht verurteilt. Die Ukraine ist darüber sehr enttäuscht. Bundeskanzler Scholz verteidigt im ZDF-Interview die Gipfelergebnisse. Dass sich aus der Sicht der Ukraine da noch mehr hätte stehen können, ist richtig. Aber hier haben sich 20 Staaten geeinigt. Und ich will das noch mal betonen. Wäre es nach Russland gegangen, wäre das alles gar nicht so formuliert worden, sondern nur der Druck vieler anderer hat dazu beigetragen, dass das am Ende auch gelungen ist. Der indische Regierungschef inszenierte sich und sein Land als aufstrebende Supermacht. Er verhinderte, dass der Gipfel scheitert, band auch Russland und China ein. Deshalb fühlt sich Russland nicht isoliert. Die westlichen Regierungschefs, erklärt Lavrov auf einer Pressekonferenz, seien doch nicht so naiv, dies zu glauben. Denn die Abschlusserklärung verurteile Russland nicht. Bei dem anderen wichtigen Gipfelthema Klima sperren sich Indien und China. Sie wollen fossile Energien wie Kohle weiter nutzen. Eine Familie, so ist das Motto dieses Gipfels gewesen. Doch diese Gipfelfamilie musste viele Konflikte unter den Teppich kehren. Ein Formelkompromiss beim Ukraine-Krieg verhinderte das Scheitern. Und beim Klimaschutz gibt es Rückschritte. Das Zepter bekam Brasiliens Präsident, in dessen Land der nächste Gipfel stattfindet, schon heute. Bei den vielen Konflikten braucht er Durchsetzungskraft. Nach Israel, dort kam es erneut zu landesweiten Massenprotesten gegen den umstrittenen Umbau der Justiz. Allein in Tel Aviv gingen gestern mehr als 100.000 Menschen auf die Straße. Am Dienstag wird sich Israels oberstes Gericht mit den Einsprüchen gegen die Justizreform befassen. Schon Ende Juli hatte das israelische Parlament für das Kernstück der Reform gestimmt. Kritiker sehen dadurch die Demokratie in Gefahr. Bei einem Angriff auf 4 Teilnehmer des Christopher Street Days in Halle an der Saale ist ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Darstellung der Polizei wurden sie nach der Veranstaltung am Samstagabend von 4 Männern mit Tritten und Schlägen attackiert. Die Polizei ermittelte 2 Tatverdächtige. Sie sind 16 und 20 Jahre alt. Kino am Lido, die Filmfestspiele Venedig zählen zu den bedeutendsten der Welt. Zum Abschluss gestern Abend gab es den Goldenen Löwen für eine schwarze Komödie. In Poor Things erzählt der Regisseur Yorgos Lanthimos eine weibliche Variation über Frankenstein. Als beste Hauptdarstellerin wurde die 26-jährige Schauspielerin Sally Spaney geehrt für ihre Rolle als Priscilla Presley in der Filmbiografie von Regisseurin Sofia Coppola. So, und wir machen jetzt weiter mit dem Sport. Und auf diesen Sportblock freue ich mich heute ganz besonders, Norbert. Ja, ich auch, selber sogar. Die unglaubliche Erfolgsgeschichte, wie wir sie erlebt haben, eines verschworenen Teams ist vollendet. Der 8. Sieg im 8. Spiel ist der wichtigste. Die Basketball-Nationalmannschaft feiert den ersten Weltmeistertitel für Deutschland. 83-77 gegen Serbien. Welch ein Triumph für das deutsche Team. Hier feiert die beste und einzig ungeschlagene Mannschaft dieser WM.
Das hier ist auf jeden Fall einer meiner besten Momente in meinem Leben. Das mit denen, meinen Teammates zu feiern, mit meinem Coach zu feiern, mit meiner Familie zu feiern. Wir haben Geschichte geschrieben. Und das Endspiel an Spannung kaum zu überbieten. Das deutsche Team im dritten Viertel nach diesem herrlichen Spielzug mit 64-53 in Führung. Zum ersten Mal zweistellig. Aber Serbien kommt zurück, auch dank Abramovic, der insgesamt 21 Punkte erzielt. Deutschland in der Schlussphase nur noch zwei vor, doch es kommt die Zeit von Dennis Schröder. Der Kapitän zieht unwiderstehlich zum Korb, 81-77, enorm wichtig. 28 Punkte schafft er insgesamt und ersetzt auch den Schlusspunkt. 83-77 und dann ist alles nur noch grenzenlose Euphorie. Schröder wird auch noch zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. Ein ganz großer Tag für den deutschen Basketball. Tja, bis zum Fußball-Weltmeistertitel ist noch ein weiter Weg. Beim Fußball kam es, wie es wohl kommen musste. Die DFB-Verantwortlichen haben Bundestrainer Hansi Flick und seine Assistenten nach der 1-4-Pleite gegen Japan, Zitat, von ihren Aufgaben entbunden. Am Tag nach der Blamage leitet er noch das öffentliche Training. Es war sein letzter Auftritt als Bundestrainer. Denn nach einigen Krisensitzungen und Videokonferenzen im Teamhotel ist am späten Nachmittag die Entscheidung gefallen, dass Flick gehen muss. Die Bosse und DFB-Gremien waren sich einig, dass die Trennung unumgänglich sei. So die Info in der offiziellen Pressemitteilung. Die Mannschaft brauche Aufbruchstimmung und Zuversicht, so Neuendorf. Der seit Wochen schwer angezählte Flick gab sich gestern noch kämpferisch. Wir sind davon überzeugt, von dem, was wir machen. Und deswegen geht es auch so weiter für mich. Es ging nicht weiter und Völler verzichtete bereits gestern auf ein klares Bekenntnis zum Bundestrainer. Aber wie gesagt, im Moment, wir tun gut daran, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor wir jetzt irgendwelche Analysen machen aus so einem Spiel. Dienstag gegen Frankreich werden Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Nationalelf einmalig betreuen. Erst danach soll die Nachfolge von Flick geregelt werden. Dann hätten wir noch den Ruderweltmeister Oliver Zeitler, Triathlet Patrick Lange wird WM-Zweiter. Eine Menge los an diesem sporthistorischen Sonntag. Vielen, vielen Dank, Norbert. Es bleibt fast überall schön. Wir haben noch die Wetteraussichten. So sehen sie aus. Morgen ist es, warten wir noch ein bisschen, das ist das Bild. Zunächst sonnig, zum Abend bilden sich dann Schauer und Gewitter im Nordwesten und westlich des Rheins. Ungewöhnlich heiß bei 25 bis 34 Grad. Ab 21.45 Uhr Bundeskanzler Scholz im Heute-Journal-Interview mit Marietta Slomka. Das war's von uns. Schönen Dank, schönen Abend. Und jetzt direkt weiter mit Berlin direkt und Theo Koll.